glaubst, war die Heidi Klum auch schon mal in der Geschäftsstelle vom SK Sturm Graz? Wahrscheinlich schon mal Besuch gewesen, die Schuhe probiert oder sonst irgendwas. Das ist ganz wichtig, gehen wir. Herr Präsident, nach 13 Jahren Fußballpräsidentschaft soll diese Ära zu Ende gehen. Warum? Ja, habe ich ja schon ausführlich erklärt. Jetzt lasse ich die Leute ran, die mich in den letzten 2, 3 Jahren kritisiert haben, die es besser können, die es besser wissen. Ich bin vorher reingekommen und habe die Dame gefragt, was Heisel ist. Dann hat sie sich zuerst nicht auskennt. War aber klar, weil ich bin nachher reingekommen und da drinnen schaut es aus wie in einem Palast. Und dann habe ich erfahren, sie haben das selber entworfen. Können wir sonst schnell anschauen? Ja, gehen Sie rein, ich war schon drin. Ich bin kein Sesselgeber. Ich bin keiner, der mediengeil ist. Ich räume das Feld und jetzt mache ich Ihnen Platz. Kasperl-Geschichten, das macht man nicht. Das Heisel brauche ich nicht. Ich da, also Entschuldigung, was will das Heisel jetzt? Dann kriegt der andere einen Neibel. Gut, dann schauen wir uns bitte Ihren Schreibtisch an. Ruhe, sanft, mein, der ist da drüben. Hey, Mumi. Ich hab keinen Schlüssel. Alle kommen raus aus dem Heisel wieder. Besonders stolz kann man sein. Erstens meine Vision, die ich hatte, die ist aufgegangen. Ich wollte endlich einen Meistertitel in die Steiermark bringen. Bundigammer Sturm Graz hat das geschafft. Wir waren der Erste. Ui, ui, ui. Das ist jetzt das Büro vom Hannes Kartnick. Kommt der neue Präsident auch da rein? Nein, das ist mein Privatbüro. Der Hannes Kartnick wird ja überall geliebt, aber wer sind die wahren Freunde vom Hannes Kartnick? Ja, die gibt es ja nicht so viel, aber es gibt schon einige. Aber was ist Freundschaft? Das ist auch so ein Begriff. Wer war Ihnen in den 13 Jahren eigentlich das liebste Präsidentenponton? Fischl, Svetic, Roth? Oder Sücker? Der Svetic war ja kein Präsident. Der hat sich einfach hinsetzen müssen, weil es keinen anderen gegeben hat. Das ist ein Manager, der hat viel Geld verdient im Sport. Der soll froh sein, dass sie ihn überhaupt genommen haben, weil der war Durchschnittsfußballer in der Landesliga. Jetzt ist die Frage, Sie haben gesagt, der Svetic hat nicht kicken können. Sie waren ja selber mal Kicker. Wie schaut es mit Ihren Kickkenntnissen aus? Ich war ein guter Fußballer. Ich habe nie gesagt, dass ich ein guter Fußballer bin. Ich war in der Jugend habe ich gespielt und dann habe ich es aufgegeben. Weil ich in Wahrheit ein hervorragender Techniker war. Schnell, aber im Zweikampf scheu wie ein Reh. Und es gibt natürlich Trainer auch, die meiner Meinung nach überhaupt keine Qualität als Trainer haben. Ich meine, da gibt es welche, so wie Dokobild, das ist irgendwie einer, der in Wahrheit ist, ist Meister geworden, aber er weiß nicht warum. Ich habe gern humorvolle Menschen. Mich kann man pflanzen und ich habe die Leute auch gehäkelt. Also es gehört Showbusiness. Und wenn einer trocken ist und er hat es nicht so verstanden, dann habe ich gesagt, du, sei mir nicht böse, das war mehr auf Häkeln, nicht bösartig. Wie geht es Ihnen eigentlich mit dem Herrn Namensvetter, den Sie haben, der zwar nicht so viel Buchstaben hat wie Sie, statt Hannes K., der Hans K.? Der Hans K., wer ist das? Krankel. Der Krankel, willst du es mir gönnen? Ja. Da denke ich jetzt nicht drüber nach. Ich meine, ein netter Bursch. Aber was soll ich? Er war Teamchef, jetzt wird er schauen, dass er wieder einen anderen Job kriegt. Ja. Martens, aber der Sänger hätte er auch keine Chance gehabt. Weil da musst du ein bisschen raus, da musst du ein bisschen sängerisch ausschauen. Also ein bisschen, da, ich weiß nicht, was da war. Ein junger Bursch, der macht ja nichts. Schau dir den Arm an, ja, ist unwahrscheinlich. Ich habe nie jemanden bösartig beleidigen wollen, außer man hat mich beleidigt und habe ihm auch meine Meinung gesagt. Weil von Rhetorik und Schlagfertigkeit brauche ich nicht Angst haben, weil da kann ich jedem meine Antwort zurückgeben. Mein Hannes ist lustig, am Tisch sitzen, da ist der Renter Schmäh, da man hält's, da fallen die Wuchteln, das ist eigentlich amüsant. Ich bringe gewisse Leute von ihrem Alltag weg und bringe sie auf andere Gedanken und da haben wir viel Spaß dabei. Dürfen wir mal da so gemeinsam mit Ihnen über Europa gleiten? Müssen wir da jeder so Batscherl anziehen? Nein, das ist ein starkes Glas. Halt alles aus, ja. Und wenn man so erfolgreich ist wie Sie, dann hat man natürlich auch viele Neider. Wie geht man mit dem Neid um? Heute ist mir das wurscht. Ja. Mein Gott, das ist eine Krankheit in Österreich. Es sind ja die Negeranten untereinander neidig. Das ist das Kein Nahverhältnis zu Holland wegen der Schlapferl? Nein, was? Holländer sind in Ordnung, die halt schlafen, die sind viel schlafen. Die sind eigentlich mehr da in der Schlappmengergegend zu Hause. Da gibt es jetzt ganz Gemeine, die zum Beispiel sagen, ja, der Kartnick fährt nicht mehr mit seinem Rolls Royce, weil er nicht mehr auftanken kann. Was macht man, wenn man sowas hört? Da muss ich lauchen. Ja.
Was soll ich darauf sagen? Die Schreibtischkontrolle, haben Sie vielleicht irgendwo die Teufelspost vom GRK oder sonst unanständige Zeitschriften? Nein, habe ich nicht. Solche Zeitungen besitze ich nicht. Ich habe gehört, da habe ich eingegriffen in die Psychiatrie. Was soll ich das auch sagen? Da bleibt er die Spucke weg. Ich habe keine Zeit, dass ich jedes Schundplattel ist. Muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir die Zeit. Ich habe schon so viel Blödsinn gegessen, also jetzt habe ich schon aufgehört damit. Was passiert jetzt eigentlich mit dem Maskottchen, mit dem Sturm Hannes? Bleibt das der Sturm Hannes? Das weiß ich nicht. Das müssen Sie in den Vorstand fragen, was die machen. Ja, das ist der Herr Napoleon, Admiral Hannes Katnick. Das war ein Geburtstagsgeschenk zu meinen 50er. Das hat halt jemand gezeichnet. Der hat sich halt eingebildet, der muss mich klein machen. Ein Völler. Ja, wenn Sie mir anschauen, so klein bin ich nicht. Wieso hat der Sturm Hannes Kassen eigentlich? Haben Sie irgendeinen Bezug zu Bären? Nein, auch nicht. Vielleicht war das gerade in der glorreichen Zeit. Wie wir erfolgreich waren, haben sie sich gedacht, man muss alles Hannes nennen. Wer ist der Herr im Bart und Zigarre? Das war ein Geschenk von Freunden zu meinem 50er, den haben wir heute halt da reingestellt, weil ich woanders keinen Platz gehabt habe. So. Auch im Sturmbüro gibt es ein Aquarium, ein viel berühmteres, steht bei Ihnen zu Hause. Na gut, das ist ein Süßwasser-Aquarium, das ist ein sehr günstiges Aquarium. Da sind ein paar Goldfische drinnen. Fisch beieinander, muss man sagen, ist das Originalgewand von Ihnen? Weiß ich gar nicht mehr. Kann ich nicht sagen. Vielleicht. Nein, klar. Muss ich mal angreifen, weil wenn es dich stichst, dann ist es nicht meine Garnitur. Das braucht man wegen dem Wasser, ein bisschen Befeuchtung für Leute, die trocken werden, erinnern, wenn sie zu viel sprechen, dann haben sie ein bisschen Feuchtigkeit. Und dann für sich, die Fische sind was Schönes. So, Herr Präsident, wenn man da die vergangenen Jahre Revue passieren lässt, dann sieht man, dass sich auch im Outfit einiges getan hat. Lernt man da auch dazu oder wie schaut das aus? Ja, das ist so wie bei allen anderen, bei allen Menschen, die verändern sich. Man war jung, dumm und gefräßig und da sehe ich, dass ich eigentlich ein schlanker Bursch bin. Gut genährt sind sie aber, die Goldfischerl. Ich habe die viel kleiner in Erinnerung. Ja, klar, ich meine, wir lassen ja niemanden verhungern. Und füttern darf es nur die Frau Elisabeth Bracher, gibt es für Sie auch? Ich glaube, ja, weil die hat einen Kurs gemacht, wie man die Fische füttert und die fressen aus der Hand. In der Saison 93, 94, wo der Schoko Schachner noch bei uns gespielt hat. Mein Gott, nein. Meine schöne Zeiten erst. Mit meinem kurzen Rockerl da, was ich anhabe. Fest beieinander. Und jetzt, wenn wir auf das eingehen, was Sie jetzt anhaben, was ist das? Modeempfehlung? Das ist ein Ferré und das ist meine Kleidung, weil die hat auch mein Gewicht. Und Sie kriegen das Futter auch nein, von der Frau Brauer, wenn Sie im Büro sind? Ich habe zu Hause auch Aquarium, ich habe so wenig Zeit, dass ich mir das anschaue. Aber jetzt sehe ich wieder, wie wohlernährt diese Fische sind. Und damals haben wir schon die Dienstkleidung angehabt, ich meine, unwahrscheinlich, in grünen, steirische Grün haben wir da gehabt. Doppelreiher, auch schön. Doppelreiher mit goldenen Abzeichen, hervorragend. Wie soll man Sie nachher ansprechen, wenn Sie nicht mehr Präsident sind? Überhaupt nicht, wir kennen schon, ich bin der Hannes Karten, ich brauche keinen Titel. Ein Titel ohne Mittel ist nichts wert. Alles klar. Das ist ein Brennstein Nummer 1. Was ist ein Ferré, wenn ich nachfragen darf, ich kenne mich da nicht so aus. Ferré, Gianfranco Ferré, das ist einer der besten und schönsten und kreativsten Modedesigner, die es auf dieser Welt gibt. Was wird die Familie Katnick jetzt in der präsidialen Pension machen? Warum präsidialen Pension? Also ich werde meinen Sitzplatz, den habe ich nach wie vor, wo ich jetzt sitze. Da wird halt der andere Präsident vielleicht neben mir sitzen oder ein anderes, ich weiß nicht, wo er gern sitzt. Kennen Sie sich da aus bei diesen Modegeschichten? Weil ich kenne mich nicht aus. Versace. Ja, entschuldige, was tragen Sie? Tragen Sie Asbestkleidung? Er tragt Asbest schon. Ja, erzählen Sie mir da ein bisschen, was ich... Was soll ich dir von der Mode erzählen? Nein, ich mache keinen Modevortrag, wir sind im Sport. Haben Sie nicht Angst, dass Sie jetzt, weil Sie das Amt nicht mehr inhaben, dann nicht mehr so begehrt sind? Das ist ganz klar, dass man heute nicht mehr begehrt ist, wenn man nicht irgendeinen Job, einen öffentlichen Job ausübt. Das ist mir bewusst. Ich kenne mich schon aus, ich kenne schon die Designer, keine Frage. Sie wissen schon, was man tragt. Ja, sicher, und was man für Schuhwerk hat, alles. Und Sockerln und Unterhoseln. Da kennst du nichts aus. Nein. Ja, siehst du, also der Kurs kostet bei mir Geld, wenn ich den gebe. Ich weiß, was passiert. Ich werde sicherlich nicht mehr so viele Einladungen kriegen. Es werden mich weniger Leute grüßen, aber das ist mir sowas von wurscht. Was kostet so eine Einführung? Nein, genügend. Weißt du, ja, unter 100 Leute wird kein Vortrag gehalten und pro Vortrag 1.000 Euro. Na, da kommt was zusammen. Ja gut, die lernen ja was, Entschuldigung. Glauben Sie mir das, und wenn ich heute wo hingehen will, dann kaufe ich mir eine Karte. Ich brauche kein Bettelte oder Geschnörte. Und die Gratisessen, das brauche ich alles nicht. Das kann ich mir Gott sei Dank
leisten und ich bin nicht gut ernährt, dass ich das Gratisessen nicht unbedingt haben muss. Wenn wir uns die Batscherl anschauen, was ist das? Ein Mokassin? Tots. Tots. Habt ihr schon mal gehört von Tots? Vom Kicker? Vom Tod? Tots. Nein, nicht Tod, Hannes. Das sind in die Kicker immerhin. Es gibt eine englische Schuhfirma, die nennt sich Tots. Die Marke Hannes Kartnick wird auch ohne Präsidentschaft noch immer ihren Wert haben, oder? Naja gut, weil ich meine, einen Kartnick imitieren ist sehr schwer, weil ich bin ein Original und das klingt jetzt wieder überheblich, aber es ist halt so. Bitte das nächste Mal schauen, in ein Schuhgeschäft, wo die sind, da kann man einkaufen gehen. Jawohl. Ist das sowas wie Manolo Blahnik? Das kenne ich von Sex in the City. Manolo Blahnik, das ist ja der Warenhaus-Schauner von irgendwo. Das ist ja unwahrscheinlich. Macht der Herrenschuh auch? Das weiß ich. Ich kenne die Marken nicht. Die kommen, glaube ich, von Albanien auf. Oder wo. Hat die Frau Claudia Kartnick auch einen Anteil daran, dass man jetzt das Präsidentenamt zurückgibt, dass man ein bisschen ruhiger geworden ist? Nein, überhaupt nicht. Und das wird kolportiert wieder in der Öffentlichkeit. Das stimmt gar nicht. Meine Frau ist ein ganz, ganz großer Sturmanhänger geworden und die liebt den Fußball und ist eigentlich sogar ein bisschen beleidigt, dass ich aufhöre. Oder rennt er daheim auch mit dem Anzug umeinander? Meine Lieblingskleidung, Morgenmantel. Oder Boxershort. So, wenn es warm ist, wenn es kalt ist, noch ein Leiberl drüber. Zum Beispiel Journalisten, die hätten ja gern wieder Geschichteln und Wuchteln. Und das wird ihnen halt fehlen. Mein Gott, nein, das ist halt einmal so. Aber es wird einer auferstehen, der macht bei mir einen Schnellsiederkurs und dann wird schon gehen. Aber wie hat sich das Leben verändert als Ehemann? Ich war ja schon mal Ehemann lang genug. Es ist ja nichts anderes, es ist nur eine neue Partnerin, die eigentlich sensationell zu mir steht und passt. Also, es gibt sicher ein paar Leute, die wollen wissen, ob es irgendwann ein Comeback vom Hannes Kartnick als Präsidenten gibt. Eishockey hat er schon gemacht, Fußball hat er schon gemacht. Was wäre ein erstrebenswerter Sportart? Ich weiß nicht, was gibt es noch alles? Stab hochsitzen, dann mal weit werfen. Ich will die Leute immer gehäkelt mit den Sockhüpfen, jetzt wie ein Präsident von den Sockhüpfen. Ist das ganz was Besonderes vom Präsidenten, diese Kauzuckerl? Zuckerl, wunderbar. Ich denke schon, so schmecken. Ich bin ein Süßer. Und was isst der Hannes Kartnick sonst sehr gerne und wo? Gute Sachen, die meinem Bäuchlein gut tun. Was soll ich dazu sagen? Ich muss da auch viel Geld auftreiben. Ja, die will ja in die goldenen Säcke springen. Verstehst? Hat ja keinen Sinn, wenn sie mit einem coolen Sack hupfen, dann stauben sie uns an Schwarz. In die guten Restaurants gibt es ja Gott sei Dank Feinschmecker-Geschichten. Und da essen wir halt was. Aber muss ich nicht jetzt die Speiskarten aufzählen? Vielleicht einen kulinarischen Tipp für alle, die es gerne wissen wollen. Kulinarisch. Was werden Sie am meisten vermissen, wenn Sie nicht mehr Präsident sind? Ich vermisse gar nichts, aber wenn ich will, kann es es sein. Ist ja mein Wunsch, dass ich es nicht mehr werde. Ja. Also ich vermisse nichts. Ein argentinisches Steak, das ist meiner Meinung nach was Gutes. Ja. Aber ein echtes argentinisches. Oder gute Nudeln, die ich sehr gern. Kocht der Hannes Kartnick daheim selber? Nein. Nicht? Ich kann meinen Körper nicht auf Arbeit umstellen. Voll geräumt, weil ich viel Arbeit habe. Und das ist klar, wenn man viel Arbeit hat, dann schaut der Schreibtisch aus, wenn man nicht immer Zeit hat, dass man sich hersetzt und was macht. Macht das die Frau? Ja, selbstverständlich. Die will sonst nicht geheiratet, wenn sie nicht kochen kann. Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass man eine Frau hat. Ja, dafür, dass der Frau die nicht kochen kann, ja schon entsetzlich. Was ist in 2 Jahren, wenn alle rufen, Hannes Kartnick back? Ja, das ist ein schönes Gefühl, aber deswegen weiß ich nicht, ob ich dann wieder zurückkomme. Und vielleicht haben sie gar keine Zeit, weil es Präsidentschaft von den Sockhüpfen übernommen hat. Ja, muss man schauen, dass die dann wieder aussteigen. Ich bin ein Sieser, sagt der Kartnick. Ja, hat er bei uns auch gesagt. Jetzt wissen wir, wieso die ganze Zeit der Fotograf da dabei war, gell? Weil man immer im Bild umeinander gekupft ist. So ist es. Weltklasse. Super, Harvey. Das steht alles im Steirermonat auch zu lesen. Schlafis. Neben die Schlafis und die Prallis. Ist auch der Hannes zum Sehen.